Okay, heute machen wir was Neues. Was viel Schwierigeres oder Leichteres, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Test gefunden, wo wir unsere optische Illusion und irgendwie unsere Sehmacht ausnutzen müssen, um tatsächlich den Fehler zu finden. Diesmal nicht einfach in zwei Bildern, sondern wir müssen Tiere finden. Die Leute in den Kommentaren schreiben, manche Sachen sind so schwer, dass man manche Sachen gar nicht schaffen kann. Und deswegen möchte ich da gerne gemeinsam mit euch reingucken und die verlorenen Tiere suchen. Los geht's! Okay, yeah, yeah, yeah. Okay, das können wir, glaube ich, alles skippen. So, are you ready? Let's begin. Okay, das ist der Test, den wir heute machen werden. Let's go. Ich möchte mal gucken, ob wir das schaffen. Also, Level 1 ist easy, Level 2 ist medium, Level 3 Experte und Level 4 ist übermenschlich. Okay, alles klar. Let's go, let's go, let's go. Ich möchte es sehen, weil hier muss man jetzt Tiere suchen. Okay, Level 1. Easy, okay? Das kriegen wir bestimmt gut hin. Let's go, let's go, let's go. Ja, Alter, wie lange die hier die ganze Zeit die Nummer 1 einblenden? So, okay, let's go. So, kannst du den Wanderling Tattler sehen? Ja, das ist doch der in der Mitte hier, oder? Das ist der doch. Achso, ja, okay, der tarnt sich da jetzt sozusagen einfach in der Mitte. Okay, das können wir dann schon mal skippen. Da wird er jetzt gezeigt. Okay, falls ihr ihn nicht gesehen habt, das war ja super einfach. Da haben wir den Timer ja nicht mal gebraucht. Okay, Nummer 2. Lass mal gucken, was Nummer 2 ist. Ich freue mich schon auf die schwierigeren Level. Kannst du die Giraffe sehen? Hä? Kann es denn sein, dass ich hier keine Giraffe sehe? Oh mein Gott. Gott, ich hab die nicht gesehen. Die ist da rechts. Oh mein Gott, ich hab die einfach nicht gesehen. Oh, was? Eigentlich hätte ich die sofort sehen müssen. Oh mein Gott, krass. Oh mein Gott, guck, da ist sie einfach. Wahnsinn. Okay, das war schon ein bisschen krasser so. Ein bisschen schwieriger, das zu finden. Aber auf jeden Fall noch machbar. Okay, Level 3. Was haben wir noch? Kannst du den amerikanischen Pika sehen? Ist das hier ein Vogel? Nee, ne? Ach, guck mal, hier ist einer. Guck mal, da sitzt ein kleiner Hase. Ist der das? Der amerikanische Pika? Bin mir nicht ganz sicher, ob das der amerikanische Pika ist, aber ich glaube, das ist der. Habt ihr ihn vor mir gefunden? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist wahrscheinlich der amerikanische Pika. Okay, das geht ja noch einfach. Ich freue mich auf die schwierigeren Tests, okay? Hoffentlich kommt da gleich was richtig Schwieriges. Das mit der Giraffe war schwierig. Okay, Level 4. Let's go. Kannst du den Hornet Adder sehen? Hä? Also ich bin mir schon sicher, dass der hier unten irgendwo sein soll, aber ich verstehe nicht, wie der aussieht. Ist es? Ich sehe hier zwei Augen, aber der ist ja halb verbuddelt. Hier, ne? Das ist er. Aber ich sehe den nicht so ganz. Der ist ja halb verbuddelt oder so. Okay, aber trotzdem gefunden. Alles gut. Alles noch im gesunden Maße. Level 2, Medium. Okay, jetzt wird's schwerer. Jetzt wird's schwerer, okay? Alles klar, jetzt müssen wir richtig Gas geben. Stufe 5. Oh Mann. Okay, okay, okay. Jetzt wird's schwerer. Ich freue mich. Let's go. Kannst du die California Ground Squirrels sehen? Hä? Das ist ja direkt in der Mitte gewesen. Ich habe da gerade gar nicht hingeguckt, aber da ist es. Ja, in der Mitte. Oh, Alter. Gibt's noch ein zweites? Kenne ich sie? Nee, okay. Also, es gibt, glaube ich, nur eins. Okay, alles klar. Oder ist hier oben rechts auch noch eins? Nee, da ist es auf jeden Fall. Ich habe es gefunden. Crazy. Habt ihr auch Adleraugen? Also, manche Sachen sind schon so ein bisschen optische Illusionen, ne? Okay, nächstes Level. Medium. Kannst du den Klippenspringer sehen? Hä, natürlich, da ist er doch. Der ist einfach in der Mitte. Ach so, oh mein Gott. Und guck mal, hier oben ist aber auch noch mal einer. Den habe ich nicht gesehen. Gibt's noch einen? Nee. Hier ist einer und hier ist der andere. Und es gibt keinen weiteren, glaube ich. Oder hier hinten noch? Nee, zwei Stück gibt's. Zwei Stück. Der da oben rechts gibt's ja auch noch. Der wird aber irgendwie nicht gezeigt. Okay, alles klar. Nächstes Level. Ich freue mich schon auf die Hard Level. Hoffentlich kommen jetzt mal ein paar Hard Level. Okay, Stufe 8. Kannst du den blauen Darkness sehen? Ah doch, guck mal da. Tatsache. Krass. Guck mal hier, dieser ganz kleine Kopf da. Das ist er tatsächlich. Krass, Mann. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass der das ist. Okay, cool. Den haben wir auch gefunden. Nein, Punkt für uns also. Schön. Finde ich gut. Alles klar. Da gibt's noch einen? Nee, ne? Okay. Okay, okay, okay. Nächstes Level. Hoffentlich. Jetzt kommen, glaube ich, die Hard Level. Oder? Nee, es kommt noch ein Medium Level. Okay. Kannst du den Kojoten sehen?
Hä? Ja, ja, da ist er. Da. Ich hab ihn. Da. Gibt's noch einen zweiten? Nee, aber das sieht schon gut aus, wie die sich tarnen eigentlich, gell? Ich finde das eigentlich echt ganz gut. Die sehen echt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also von der Tarnung her. Da ist er. Je. Okay. Weiter geht's. Ich bin bereit. Ich freue mich auf die Hard-Level. Hoffentlich kommt so ein richtig hartes Level jetzt. Okay, Level 3, Experte. Most people will start struggling here. See if you make it. Okay, das heißt, die meisten Leute werden hier wahrscheinlich jetzt ihre Probleme bekommen. Und da freue ich mich jetzt mal gucken, wie gut ich bin. Okay, mal gucken. Kannst du den Nachtfalken sehen? Hä, wo ist der Nachtfalke? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist... Hier? Irgendwo in der Mitte. Aber ich sehe ihn nicht. Da rechts. Hier ist er. Hier, ich hab ihn. Oh mein Gott, war das schwer. Alter, hier rechts ist der. Alter, krass, Mann. Das ist ja richtig schwer. Okay, Stufe 10. Oh mein Gott, Expert ist echt richtig schwer. Okay. Kannst du den Cheetah sehen? Hä, bin ich dumm? Ah, ich hab ihn. Da, der Kopf. Oh mein Gott, wie habe ich dafür so lange gebrauchen können? Also das mit dem Nachtfalter war gerade richtig, richtig schwer. Aber dieser Cheetah, das geht so. Also, ne, das ist ja sowas wie ein Jaguar, Leopard. Leopard ist, glaube ich, Cheetah, ne? Deswegen auch Cheetos, ihr kennt sie. Okay, alles klar. Wir gefunden den guten alten Cheeto. So, Nummer 11. Mal gucken, was kommt da jetzt als nächstes. Es ist... Kannst du den Impala sehen? Ich verstehe nicht, warum ich die Tiere manchmal nicht sehe. Aber guck mal, hier ist direkt neben sein Kopf gewesen. Direkt hier. Der steht direkt vor dir und guckt dich 1:1 an und du siehst den nicht. Krass, Alter. Ich freue mich. Es gibt nämlich noch eine Stufe. Nach dieser Stufe Expert gibt es fast unmenschlich. So, darauf freue ich mich auch. Das möchte ich auch mal gerne sehen. Okay, let's go. Stufe 12. Okay. Let's go. Kannst du das Reh sehen? Hä, wo ist denn das Reh? Es muss ja irgendwo hier sein. Guckt es nur. Oh mein Gott, da ist es. Da. Oh mein Gott, was? Das steht hier so ganz im Bild. Und ich hab das nicht verstanden. Da ist es. Oh mein Gott. Abgefahren, crazy. Okay, nächstes. Level 4. Okay, jetzt kommt supermenschlich. Wenn du das hier sehen kannst, bist du kein Mensch, hat er geschrieben. Okay. Alter, das ist wahrscheinlich jetzt das brutalste Level von allen. Welches Tier kannst du hier sehen? Hä? Ich sehe da gar nichts. Außer vielleicht hier ein Raben oder so? Ist das ein Rabe? Oder hier ein Schmetterling? Oder hier irgendwie was sich da so dingst? Oh mein Gott, da unten rechts. Oh mein Gott, da ist der Leopard unten rechts. Oh mein Gott, war das schwer. Ich habe das nicht gefunden. Welches Tier siehst du? Doch, ich hab das. Hier, Papagei, der Grüne. Gibt's noch eins? Nee. Also den Papagei, den habe ich gefunden. Oh mein Gott, das war ja gerade ultra schwierig. Okay. Alles klar. Den haben wir, den grünen kleinen Parrot. Das ist echt ein Verwandlungskünstler, der Gute. Okay, nächstes Level. Gibt's noch eins? Level 15. Okay. Level 15. Let's go. Welches Tier siehst du? Hä? Oh mein Gott. Ja, doch. Hier, die Eule. Hä, die ist voll im Schatten. Die sieht man echt schlecht, muss man sagen. Aber das ist echt findbar. Ich finde den einen Leoparden da vorhin, den habe ich gar nicht gesehen. Null, gar nicht. Das ist krass, Mann. Ich glaube, es gibt sogar noch eins. Noch eins gibt es, glaube ich, zum Entdecken. Level 16, okay. Okay. Welches Tier siehst du? Mist, ich sehe nichts. Hier vielleicht irgendwas? Eine Schlange oder so? Ich sehe nichts. Ich kann kein Tier finden. Ich habe keine Ahnung, wo das ist.
Doch, aber was soll das sein? Ich habe das auch gesehen, aber was ist das? Huh. Okay, das war wahrscheinlich das gesamte Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr alles gefunden habt. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was das eigentlich gerade eben für ein letztes Tier war. Ich habe das gar nicht verstanden, was das sein soll. Naja, das war auf jeden Fall die Challenge. Falls ihr eine andere Challenge habt, auf die ich gerne reagieren soll oder sowas in der Art, dann schreibt mir das gerne auf Twitter und ich werde darauf reagieren. Und dann könnt ihr natürlich eure Reaktion darauf von mir sehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!